bin Louise McCauley und Sie sehen den Wirtschaftskalender von Dukascopy. Werfen wir einen genaueren Blick auf die wichtigsten anstehenden Nachrichtenpublikationen für Dienstag, den 20. Oktober. Um 6 Uhr in der Früh wird der deutsche Erzeugerpreisindex für September veröffentlicht. Im August überraschte der Index negativ, weil die Energie nicht dauerhafter Konsumgüterpreise und auch die Preise für Vorleistungsgüter sich verringerten. Die Schweizer Handelsbilanz für September folgt zur gleichen Zeit. Der Handelsüberschuss stieg unerwartet stark im August, weil die Importe einen stärkeren Rückgang demonstrierten als die Exporte. Mark Carney, der Gouverneur der Bank von England, wird um 10 vor dem Treasury Select Committee in London eine detaillierte Rede halten. Die US-Baugenehmigungen für September werden um 12.30 Uhr GMT veröffentlicht. Im August stieg die Zahl der Genehmigungen unerwartet stark, weil die Einfamilienhausgenehmigungen auf den höchsten Stand seit mehr als 7 Jahren kletterten. Der kanadische Großhandelsumsatz für August wird zur gleichen Zeit publiziert. Der Umsatz blieb im Juli unverändert, weil die Umsatzgewinne in Maschinen, Ausrüstungen und Anlagen von einem Rückgang des Lebensmittel-, Getränke- und Tabakumsatzes wieder umgekehrt wurden. Um 11.30 Uhr am Abend wird der australische Westpac Leading Index für August veröffentlicht. Der Index sank im Juli nach einem 0,1%igen Zuwachs im Vormonat. Die japanische Handelsbilanz für September folgt um 11.50 Uhr. Der Handelsbilanzdefizit verengte sich im August, weil die US-Exporte ein besonders starkes Wachstum demonstrierten. Die neuseeländischen Kreditkartenausgaben für September folgen um 2. Die Ausgaben haben sich im August beschleunigt, nachdem sie auf 9,8% vor einem Monat stiegen. Und der japanische All-Industry-Index für August schließt den Zeitplan um 3:30 ab. Der Index wuchs auch im Juli, aber langsamer als der 0,5%ige Zuwachs im Vormonat. Das war der Wirtschaftskalender für Dienstag. Schalten Sie morgen wieder ein. Alles Gute und bis bald.